Hallo und herzlich willkommen. Ich nehme euch heute mit auf eine Runde Mercedes-AMG GT4 aus Spa-Francorchamps. Dies ist eine Qualifikationsrunde, beziehungsweise eine Simulation der Qualifikation. Und wir fahren jetzt hier in La Sauce rein, schön außen anfahren, abbremsen bis runter, zweiter Gang, 60 km/h circa, rausbeschleunigen, wirklich einen guten Exit kriegen, Traktion mitnehmen. Hier funktioniert unser Setup 1A. Jetzt fahren wir an zu Urouge und Radion. Ziemlich schwierig in den GT4-Fahrzeugen, weil wir viel weniger Abtrieb haben als die GT3-Fahrzeuge. Urouge voll mitnehmen, kurz lupfen, Radion ganz nah an den Körb, Lenkrad gerade, dass wir so früh wie möglich voll rausbeschleunigen können. Unser AMG erreicht hier etwa Topspeed von 250 km/h und ist damit ein bisschen langsamer als der überlegene BMW M4 GT4. Dennoch, das Setup passiert perfekt. 251 km/h sogar hart abbremsen in Le Comp, hier leicht den Körb mitnehmen, hier nochmal vorne links einhaken. Auto versetzt gleich, habe ich vielleicht ein bisschen Zeit verloren. Mal mir die fast Vollgas durch, aus dem Körb mitgenommen. Jetzt runter in Bruxelles, ziemlich schwierige Anbremsphase, Querspitz rein, kurz raustreiben bis in die Mitte, zurück und schon wieder aufs Gas, damit das Heck leicht ausschwenkt und uns den Entry in 10 deutlich besser macht. Hier hart über den Curb, auch ein bisschen versetzt das Auto, aber alles gar kein Problem, früh genug das Lenkrad aufgemacht, runter in Puhor, vierter Gang anbremsen, das Heck kommt leicht, dreht rein, das hilft uns maximal beim Einlenken in die Kurve. Wir haben hier einen sehr schönen engen Kurvenradius. Das hilft natürlich dem AMG sehr gut. Und dann in Le Fongs. Hier ganz hart spät auf der Bremse reinbremsen, maximal umsetzen in die Links, wo ich kurz vom Gas gehe und gleich wieder Vollgas. Man sieht, das Heck kommt. Ich fahre eigentlich gerade aus dem Exit heraus. So, jetzt Campus, schön von außen, jetzt rein und gleich wieder Vollgas rausnehmen, bis auf den AstroTurf, fast an den Kies. Hier schön im Paul Freire, Vollgas durch, gar kein Problem mit unserem Auto. Jetzt Anfahrt Blanchimont, nochmal richtig Topspeed rausholen. Wieder fünfter Gang. Blanchimont werden von ganz weit außen anfahren, bis an die Cut-Limits heran, dass wir so wenig lenken müssen, wie möglich, so wenig Zeit verlieren und Topspeed erhalten. 230 hier durch, mein Gott, das ist ganz schön schnell. Anfahrt an die Schikane, alte Busstop, das neue Busstop. Bis wieder an die weißen Linien ran, ganz eng rum, das Auto gerade stellen, kein Rutscher, sehr gut. Nochmal eng rein, guten Run kriegen, ah, perfekt raus. Maximale Traktion und das ist eine 2 Minuten 28, 131, was schon gar nicht schlecht ist. Derzeit der schnellste AMG, von daher sieht das schon sehr gut aus für unser Rennen und schaltet dann am Samstag um 15 Uhr ein, wenn das Rennen losgeht. 24 Stunden Spa-Francorchamps mit Ad-Hoc-Gaming bei MyDays Erlebniswerk.